Ja, hallo. Ihr habt jetzt bestimmt eine Runde gegen Simon erwartet, aber wird leider nicht passieren. Er hat halt Zeit verschwendet jetzt. Erstmal zu mir. Ich bin Drastic, bester Juror des Planeten und eigentlich auch des Universums. Und ich hatte einfach keine Lust. Ja, ich hatte keine Lust, eine Runde gegen Simon zu machen. Der ist sowieso irrelevant. Was soll ich da eine Runde machen? Außerdem habe ich sowieso gewonnen, weil Simon hat Zeit verschwendet. Und wenn Simon Zeit verschwendet, ist das Zeit, die er nicht in seine eigene Musik stecken kann, die halt wirklich Kacke ist. Habe ich schon erwähnt, dass Simon Zeit verschwendet hat? Ich werde jetzt hier noch ein paar Clips laufen lassen und auch einen anderen Beat, aber kommt ja nicht auf die Idee, dass da jetzt noch eine Runde kommt. Ist nicht so. Von daher, tschüss. Hey, ich mach den Wannabe-Gangster mal eben dingfest, denn ein random Autor kann sich nicht mit Stephen King messen. 100.000 Euro bar, bist dir sicher mit dem Ghetto? Du meintest sicher 100 Euro bar bei Netto. Du hattest erste Runde Angst, Traffics kann gewinnen. Drum erklärst du jede Line, weil man den Punch sonst nicht findet, Bonami. Deine Texte nicht mehr als nur Comedy. Im Vergleich sind meine Lines schon fast wie Poesie. Lieber bin ich Genie als wie Simon zu sein. Lieber rappe ich wie Arctas als wie Simon zu sein. Lieber pumpe ich nur Flawless als wie Simon zu sein. Lieber bin ich alles andere als wie Simon zu sein. Also Steve, es gibt ne Simon, Österreich bekommt aufs Maul. Was für Fantreffen, check doch mal, die buhen dich nur aus. Du hast hier keine Freunde, es wär besser wenn du gehst. Lösch dich einfach, ist die Lösung des Problems. Also Steve, gib mir Simon, Österreich bekommt aufs Maul. Was für Battle-Gegner, check doch mal, ich räume nur hier auf. Ich nehme mir nen Besen und ich kehr dich von der Bildfläche. Jeder fänd es geil, wenn ich dich damals schon getilgt hätte. Schade, dass Charter deine Adresse nicht geleakt hat. Sonst hätte ich dir ans Haus einen Guide zum Rappen geliefert. Oder besser, wir alle teilen sie im ganzen Netz. Und nach Draches Tod hätten wir einen neuen Ort fürs Schanzenfest. Mit deinem ganzen Text kann man Deutschlehrer jagen. Ach nee, warte, Korrektur, man könnte Neunklässler plagen. Du schreibst sogar Wichser wie den Filmcharakter. Mit so einer Grammatik reichst du nicht meinem Kind das Wasser. Lieber bin ich Genie als wie Simon zu sein. Lieber rappe ich wie Arctas als wie Simon zu sein. Lieber pumpe ich nur Flawless als wie Simon zu sein. Lieber bin ich alles andere als wie Simon zu sein. Also Steve, gib mir Simon, Österreich bekommt aufs Maul. Was für Fantreffen, check doch mal, die buhen dich nur aus. Du hast hier keine Freunde, es wär besser wenn du gehst. Lösch dich einfach, ist die Lösung des Problems. Also Steve, gib mir Simon, Österreich bekommt aufs Maul. Was für Battle-Gegner, check doch mal, ich räume nur hier auf. Ich nehme mir nen Besen und ich kehr dich von der Bildfläche. Jeder fänd es geil, wenn ich dich damals schon getilgt hätte.